15.300 Braunschweiger Fans hofften auf eine Fortsetzung des goldenen Oktobers. Da gab es 4 Siege in Folge. Und die Blau-Gelben fackeln auch nicht lange, bestimmen von Beginn an die Partie, kombinieren gefällig hier über Bellarabi, über Franjic und Kombela und gehen in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Toll das Zuspiel von Damir Franjic und bereits der 10. Treffer von Dominik Kombela. Burghausen-Coach Mario Basler natürlich zur Pause unzufrieden. Auch in der 2. Spielhälfte allerdings Eintracht klar Ton angeben. Bellarabi auf Fuchs, starke Flanke und Kropke mit dem Kopf. Wieder mal treffen beide Ks des K&K-Angriffs. Dominik Kombela und Dennis Kropke, zusammen sind sie stark. Zusammen haben sie jetzt 18 Treffer erzielt. Braunschweig auch heute nicht zu stoppen. Karim Bellarabi auf dem Weg zur endgültigen Entscheidung. Am Ende der 20-Jährige dann zu eigensinnig. Die Gastgeber mit etlichen Möglichkeiten, weitere Treffer zu erzielen. Eine davon nutzen sie noch. Und zwar durch Marco Calamita in der 74. Minute. Sein erstes Saisontor führt zum Endstand und einer grandiosen Bilanz der Braunschweiger. 18 Tore in den letzten 5 Spielen, die allesamt gewonnen wurden. Die Mannschaft der Stunde in der 3. Liga heißt Eintracht Braunschweig.